Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Bilk. Wir haben echt Programm, wir haben sehr, sehr viel zu tun. Sag mal, warum ist denn das Mikro so passig? Was ist denn hier schon wieder los? Hallo? Ich muss mal kurz Sachen machen, gucken. Ja, nee, doch, ist okay. Ja. Und zwar, wir haben hier Gras zu liegen. Beim letzten Mal haben wir ja erfolgreich jetzt einen Grasballen in Silageballen eingewickelt. Oder zu Silageballen eingewickelt. Ich würde sagen, wir starten erstmal den Onkel und legen los und wir quatschen dabei. Es gibt nämlich sehr viel zu reden, zu erzählen, wie es an dem Glück anfangen soll. Auf jeden Fall hier vorne am Grasschwad erstmal, wäre das Schönste. So, also. Jetzt komm hier nicht mit, ich hab keinen Zugang. Das ist alles meins, versteh mal. So, genau, wir fahren Gras ab. Und zwar, ja, der eine oder andere kann ihn wahrscheinlich hören. Ich bin wieder mal so richtig, richtig schön krank gewesen. So richtig hässlich, eklig krank, wo du dir so denkst, boah, nee, lieber nicht, aber ja, leider doch. Naja. Das war nämlich nach den 2 Wochen, wo ich nicht aufgenommen hatte. Ja, klingt komisch, ist aber so. Ihr habt nämlich mit mir gemeckert, also eine von euch, von wegen, ja, hä? Und dann nimmst du soweit im Voraus auf und dann, wie willst du denn da auf Kommentare eingehen und Ratschläge und wenn du weiter aufnimmst? Und das ist vollkommen richtig, dagegen gibt es ja nichts zu sagen. Ist aber alles nicht vergessen. Verschiebt sich halt leider nur nach hinten. Aber ist halt bei der Spielweise, ist das ja jetzt nicht neu mehr, ne? Also, der ein oder andere wird sowieso schon bekannt sein, aber hey. So. Dann dachte ich mir, komm, nimmst du einfach mal 2 Wochen nicht auf, weil der Vorsprung oder der Vorrat, der Vorlauf an Videos war ja nicht unbegründet. Waren halt Veranstaltungen und bla und dann da und dann wenig Zeit hier und dann musste man dahin und dann dachte ich mir auch mal, komm, machst du mal wirklich mal eine Woche nichts. Ja, daraus wurden dann 2 Wochen. Ja, nach der 2. Woche, da kam dann der Hammer. Und mit ihm mal, bumm, und dachte mir, oh nee, und dann auch wieder so richtig doll. Also immer alles, ne, wie man halt kennt. Denkst du, ja, hast du hier irgendwie so einen grippalen Effekt? Liegst du mal so 1-2 Tage flach? Ja. Ey, Leute, mein Rechner war aus. Den ganzen Tag lang. Nicht nur 1 Tag, sondern 2-3 Tage. Der war richtig aus. Also, das soll schon was heißen. Und das Kuriose daran, ich war zu Hause. Also, das ist ja so ein Ding, was echt ja nicht vorkommt. Das lag halt daran... Ich bin halt vom Bett nicht weggekommen, also das Ding war so magnetisch, keine Ahnung. Ja. Aber da bin ich wieder. Ja, also ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich so viele Videos im Vorlauf hatte, weil dann fällt für euch halt nichts aus. So ist es halt, ne? So eine Dinge können immer mal passieren, ist ja auch nicht das erste Mal und daher dachte ich mir, hey komm, ein bisschen was auf Halde ist immer ein bisschen geil. Und hat sich halt echt voll bewahrheitet, dass es halt so ist, wie es ist und dass es gut ist, so wie es war. Und jetzt müssen wir halt wieder machen, dass es so ist, wie es ist. Aber ich verspreche, wir machen hier nicht wieder 4 Wochen Vorlauf, sondern, naja, vielleicht 14 Tage oder so. Also ein bisschen Puffer brauche ich schon. Na, spätestens, wenn dann nachher Urlaubszeit ist und so, stehen ja auch wirklich andere Sachen mal an. Ich kann dann nicht immer nur den ganzen Tag hier am Rechner rumsitzen. Ich will aber überhaupt ja nicht rumjaulen, sondern ich will euch einfach nur sagen, was gerade Phase ist, weil der eine oder andere hört vielleicht eine Stimme, die ist ein bisschen anders als sonst, weil, ja, halt krank, heiser und so, voll mit Metz, Nasen, Nebenhöhlen, also immer alles, ne, die Tasche aufgemacht, ich hab einfach alles rausgenommen, hip her, ich nehm mit, ja, so, okay, den ersten Anhänger haben wir schon weg, aber da werden noch viele, viele weitere Folgen. Das habe ich schon auf der Forgotten Lands erzählt. Giants hat meine Partnerschaft akzeptiert. Ich habe irgendwann mal erzählt, dass ich hier bei Giants die Partnerschaft als Influencer irgendwie, naja, mich darauf beworben habe. Dann habe ich denen ja meinen Link von meinem YouTube-Kanal geschickt, weil die wollen halt gucken und die bewerten nach irgendwelchen Punkten, ob man dafür überhaupt in Frage kommt. Und laut die ihren Vorauskriterien habe ich halt alles erfüllt an Parametern, was die da Voraussetzungen haben. Und da dachte ich mir, hey komm, warum nicht? Dann habe ich mich da angemeldet und dann ist erstmal wochenlang ja nichts passiert. Und dachte mir, naja, gut, okay, ist ja international, war ja alles auf Englisch. Die werden wohl den
Koffer richtig voll haben mit Arbeit. Da wird nicht nur einer kommen, so wie ich, sondern da werden wahrscheinlich Hunderte, so wie meiner einer, da an der Tür stehen und klingeln. Und dachte ich mir, ach komm, lässt du dir einfach mal machen. Wenn es was wird, dann wird es was. Wenn es nichts wird, dann ist es ja auch nicht schlimm. Ja, und mit einmal, völlig unerwartet, war die E-Mail im Postfach und dachte mir, hä? Und da stand ja, Giants Partnerschaft akzeptiert. Bla bla, hast du nicht gesehen? Dachte mir, hä, wie geil, bin darauf gegangen. Naja, und dann stand er da. So von wegen, ja, hier, herzlichen Glückwunsch und hier, ja, Influencer-Partnerschaft hast du nicht gesehen. Und haben sie mir eine Liste mit Affiliate-Links geschickt und die kann ich verlinken. Und wenn ihr darauf drückt, dann bekommt ihr keinen Rabatt. Ich bekomme keinen Rabatt. Aber ihr könnt quasi die Spielinhalte bei Giants kaufen. Sag mal, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel diese Platinum DLC, ist nur ein Beispiel, der Platinum DLC, ihr wolltet haben, ihr habt es noch nicht. Und beispielsweise bei mir in der Videobeschreibung stehen die ganzen Affiliate-Links drin. Ihr klickt da drauf und kauft darüber. Na, ihr bezahlt den ganz normalen Preis, ist nichts teurer. Ihr kriegt dafür anteilig, ja, keine Ahnung, wie viel Cent das sind, ich weiß es nicht. Kriegt da meinen Anteil und dann ist die Sache erledigt. Also ich hab's absolut nicht gemacht, um mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise daran zu bereichern, weil dafür hat die Reichweite überhaupt gar nicht. Aber ich dachte mir, hey, komm, warum nicht? Ist eine coole Sache. Und ja, hat geklappt. Also wie gesagt, die Dinger stehen in der Videobeschreibung. Aber habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, oder? Wo das nämlich kam, die E-Mail, da habe ich ein paar Videos schon mal ein bisschen bearbeitet in der Videobeschreibung, aber ist auch real, ne? Ist eigentlich ja nicht richtig wichtig. Dachte ich mir nur, hey, komm, ist relativ aktuell. Erwähnen wir mal. Wie seine Wege anfangen soll. Ja. Giants hat den LS25 released. Besser gesagt, den Release-Trailer vorgestellt. Aber ist alles schon wieder alte Kamelle, ne? Das Video dazu kam ja schon. Bin ich gespannt. Ich weiß nicht, was das wird. Ich weiß nicht, wie es wird. Aber ich hoffe, dass es was wird. Ja, auf jeden Fall. So, dann sehe ich hier gerade, haben wir noch sehr, sehr viel Arbeit. Genau, wo ich gerade diese Fläche hier sehe. Thema BGA. Und habt ihr in den Kommentaren geschrieben, Mensch, die kleine BGA, die wäre perfekt für deinen Hof. Und da dachte ich mir so, ja, da habt ihr vollkommen recht. Und dann dachte ich mir, aber die ist so teuer. Ja, aber eine eigene BGA wäre schon ein bisschen geil, weil dann brauchen wir dann nicht immer bis nach Timbuktu schleppende Zeug, sondern können direkt lokal vor Ort verwursten und dann kriegen wir da Kohle für und das ist jetzt schön. Weil ich sage euch ganz ehrlich, eine eigene BGA ist sehr, sehr, sehr bequem, sehr schön. Ist immer geil, wenn man sie hat. Ist immer besser, als würde man sie brauchen. Ja. So. Also wird die kleine BGA höchstwahrscheinlich ihren Weg hier zum Hof finden. Da gehe ich sehr, sehr stark von aus. Und ich hätte halt Bock auf ein Ballenlager. Sag euch ganz ehrlich. Also das würde ich hier irgendwie in die Ecke noch mit reinstellen wollen. Aber ist erstmal nur Zukunftsmusik. Dann, Thema Schwattmeer. Kam öfter erstmal in den Kommentaren. Also ich wäre echt bereit für die große Anzahl an Wiesen, was wir hier haben mit der Fläche, dass wir das wirklich mit dem Schwattenmeer niedermähen. Vielleicht, wenn die Grasflächen noch größer werden sollten, was ich noch nicht genau weiß, vielleicht sogar mit so einem Big M, dass ich wirklich mal über meinen Schatten springe und so eine Krone Big M kaufe. Dann aber die moddete Version mit Anhängerkupplung und Zapfwelle, dass wir da direkt Werkzeuge dranhängen können, um das Gras weiter zu verwerten. Entweder in Heu oder direkt in Ballen zu Silage oder sowas. Müssen wir mal sehen. So. Das letzte Schwatt. Dann haben wir die Wiese hier nackig. Das ist schon mal sehr schön. Apropos Wiese, da sind wir gerade beim Thema. Ich war mir immer nicht sicher, ob wir die anderen Wiesen, wo wir die Silageball gemacht haben, ob wir da pflügen sollten oder nicht.
Mehr oder weniger habt ihr in den Kommentaren entschieden, Flügen wäre schon echt geil. Und mein innerer Monk hätte halt auch gerne diese höhere Ertrag-Bonuszahl da stehen. Und ich glaube, könnte passieren, dass wir wirklich flügen. Ne, dass wir die Wiesen, nachdem wir die Silageballen da weggefahren haben, dass wir die Wiesen wirklich flügen und dann neu Gras ansehen. Apropos Seemaschine, da habe ich irgendwie noch nicht so richtig was Neues. Leider. Konnte ich mich noch nicht dazu entscheiden, dass wir da mal was Sinnvolles machen. So. Kriegen wir das hier einigermaßen sinnvoll über die Bühne? Oder ist das alles hier wieder Chaos und Kauderwelsch? Sieht komisch aus, ne? So. Los, mach mal leer hier. Wieso kriegt denn seine 3 Gramm Gras hier nicht raus? Na, dann lass es drin. Okay. Gut. Siehst du, haben wir die Wiese auch wieder leer. Wie viel haben wir denn jetzt hier drin im Fahrsilo? 110.000. Naja, da können auch eh 2 Grasschnitte reinwandern, oder? Hätte ich gesagt. Wir können ja auch mal eine Runde Mais häckseln oder so. Oh, ich merkte gerade selber, also Stimme technisch, also fit ist anders. Also ich bin absolut nicht gesund, so richtig ja nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich bin richtig froh, ich kann stehen und ich kann sogar gehen. Also, das hat mich wieder richtig, richtig weggefeuert. Da habe ich selber gedacht, Mann, was soll denn das schon wieder? Die Jacke ist halt für so ein Quatsch immer, aber suchst du dir halt nicht aus. Das ist halt so. Kommt schneller, wie du willst und bleibt länger, wie du möchtest. Ja, genau so und nicht anders. Aber hey. Okay, so. Warte mal, hatten wir jetzt hier schon eine Tankstelle auf dem Hof? Ich hätte Bock auf eine Tankstelle hier auf dem Hof. Das ist mir nämlich jetzt schon so oft eingefallen. Mensch, eine Tankstelle hier wäre doch cool. Da brauchen wir nicht immer zum Dorf fahren. Gerade wenn wir große Gerätschaften haben, die langsam fahren. Ja. Oder habe ich jetzt zu viel? Nee, eine Tankstelle haben wir noch nicht, ne? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, die steht hier voll geil, oder? Wollen wir hier eine Tankstelle bauen? Gebäude wartet, oder? Warte, da, ja. Und dann auf, Tools oder Container? Warte mal. Nö, den Container. Reicht die hier mit 5000 Liter? Klar, oder? Warte mal, wir nehmen die dicke. Die dicke. So rum? Ja. Oh, die kostet 10.000. Das ist egal. So, die steht jetzt da. Die müssen wir noch voll laufen lassen. Das kostet ja dann noch mehr. Nummer 13. Aber wir haben Sprit am Hof. Geil, wir haben eine Tankstelle. Leute, ich hab sie alle. Die Sammelobjekte habt ihr ja schon gesehen. Ist ja klar. Wollen wir anfangen? Uns fehlen noch, wie gesagt, 4 Stück. Wir brauchen auf jeden Fall für den letzten den Winter. Das wird ein bisschen schwierig, aber wir steigen aus und kommen da nicht ran. Nein. Warte mal. Dann versuchen wir die über das harte Eck. Haben wir den denkbar unpraktischsten Traktor dafür ausgewählt? Ne? Ja, jetzt sind wir drin. Guck, da ist das Ding. So, damit hätten wir 100.000 mehr. Okay. So. Wir müssen zu dem Kuhstall. Wollen wir da mit der Schnellreise mal hinflitzen? Wir brauchen da jetzt nicht hinkutschen, oder? Guck mal, wir gehen hier hin. So, mir fehlt mir noch eine orange Kuh. Die wohnt hier unterm Baum. Auf dem Stromkasten versteckt hat sie sich. Frechet Aas. Okay, hier schon mal nicht. Ey, warte mal. Da hinten, würde er sagen. Hä? Jetzt war ich aber gerade echt kurz verwirrt. Schwierig. Da ist das Ding. Guck mal. So, damit haben wir alle Kühe. Und fehlen noch 2. Oh Gott, wir müssen in den Wald hinein. In dem Wäldchen bei Feld 17. Okay, wir steigen hier ein.
und steigen wieder aus. Und dann geht's los. Dann rennen wir hier in den Wald und dann holen wir uns ein Pferd. Und dann haben wir die nächsten 100.000 und dann hat sich diese Folge richtig gelohnt. Also ich sag ja. Wir finden die alle, früher oder später. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Das wird was. So, du musst dich hier unten irgendwo befinden. Da. Guck mal, machst du Scheiße. Also, leuchtet der wirklich genauso hell wie die Birkenstöcker hier? So, laut Menü brauchen wir noch eins. Und das ist das, was wir im Winter vom Schneemann kriegen. Okay, dann können wir jetzt ja nicht mehr so viel machen. Wir können aber mal schauen, ob es im Shop was im Angebot gibt. Nee. Leider nicht. Nun gut, nun gut. Wir haben eine 500.000. Ich würde dieses Geld sehr, sehr gerne investieren in sinnvolle Sachen. Ey, und wo ich den gerade gesehen habe, ne? Leute. Also, nicht alle, ne? Ich möchte auch nicht schimpfen mit euch, auf gar keinen Fall. Aber so ein Frontlader an so einem Trecker ist doch jetzt nicht schlimm, oder? Also, meiner Meinung nach, der kann den tragen. Das ist wie ein Cappy. Die setzt auch jeder auf, wenn er sie hat, wenn er möchte. Ich, ja klar, der Fan sieht geil aus ohne, aber der sieht ja auch jetzt nicht hässlich aus mit. Also, ne? Also, jetzt so. Also. Das Ding bleibt da dran. Das ist ja wohl gesetzt, oder was? Ne, also. Ich möchte jetzt nicht meckern oder so, aber der Frontlader. Da sind Diskussionen entstanden, wo ich mir so dachte, puh, bei dem Kollegen stehen genau der gleiche. Also der Kollege hier ist Auflauf gebremst, ja. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Aber das spielt doch in der Giants-Physik gar keine Ritze. Überhaupt nicht. Selbst wenn der Hänger verkehrt rumfährt mit Rädern nach oben, das ist da der Bremse egal. Ja, und der ist Druckluft gebremst. Ja. Gut, kann ich verstehen, die Schläuche sind nicht dran, theoretisch fährt das Ding nirgendwo hin. Genauso wie er hier, ne? Der größere Hänger hinten, mehr Gewicht, bremst sich bescheiden in so einen Zug, ja. Das ist rein der Optik, Leute. Ja, also. Ihr habt ja vollkommen recht. Also rein physikalisch, verkehrstechnisch, sinnvoll, seid ihr voll dabei. Also da bin ich bei euch, auf jeden Fall. Da bin ich auf eurer Seite. Aber Leute, das ist ein Spiel, ja. Wobei, ich muss den Aspekt wieder berücksichtigen und meinen Hut ziehen. Ich habe selber gesagt, ich möchte mit mehr Realismus spielen. Und dann sollte man das vielleicht mit berücksichtigen. Hab da auf jeden Fall recht, ne? Also ich will da jetzt nicht meckern, überhaupt nicht. Aber ist mir gerade eingefallen, wo ich die Anhänger hier sehe. Ja. Ja. Die bleiben so. Die bleiben auch nicht die finalen Anhänger. Keine Sorge, da kommen noch andere. Ich wollte noch was machen. Was wollte ich machen? Verdammte Hacke. Die Woche krank hat mir irgendwie völlig aus der Bahn geworfen. In mir wächst das ist noch Wasser. Das ist toll. Ja, ja. Wollen wir die Ballen schon aufstapeln? Oder lieber nicht? Oder wollen wir nach dem nächsten Grasschnitt erst pflügen und jetzt einfach nochmal düngen? Oder... Nee, wisst ihr was? Wir sammeln aber Strohballen auf jeden Fall ein. Wir räumen den Acker leer, dann haben wir da nämlich Platz, dann können wir schon mal mit einem Düngerstreuer anreiten. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Genau so und nicht anders. Warte mal, wir fahren mal hier lang. So, was sind denn eigentlich die Kartoffeln hier reif? 4 von 5. Was sagt denn das Kalendarium dazu? Kartoffeln im August nächsten Monat. Na siehst du, haben wir noch 3 Tage Luft. Schön. Nee, also am nächsten Tag, wenn wir vorspulen, dann ist hier Kartoffeln rohen angesagt auf jeden Fall. Die Silageballen lassen wir ohne liegen und reifen. Aber sind die schon fertig? Jo, die sind fertig. Aber die noch nicht, ne? Die haben wir letztes Mal erst gewickelt. Nee. 50% ist noch nicht ganz fertig. Ich merke gerade sprechen, den ganzen Tag redet, ne? Aber dann. Tja. So. Einmal rüber über die Straße.
Ja, Fermentiersilo. Vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen oder auch nicht. Ich weiß nicht. Also, wir haben ja das Fahrsilo. Ich würde echt mal gerne Silage aus dem Fahrsilo nehmen. Ist zwar umständlich mit dem Rausfummeln und alles, aber... Ja. Wir können auch Forst machen. Wir haben so unfassbar viele Sachen, die wir noch machen können. Ja, was machen wir mit dem Stroh? Warte mal. Ich würde mal gucken, wie sieht es denn aus mit Einlagern hier oben in der Holzscheune? Weil wäre eigentlich cool, wenn wir das Stroh hier oben reinbekommen. Und die Kartoffeln vielleicht auch noch. Jetzt weiß ich aber aus dem Kopf gerade nicht, wie voll das Ding ist mit den eingemieteten Sachen hier. Zeig! Ach, hier ist ja Luft. Na, aber hallo. Na, guck mal hier. Da stellen wir aber das Stroh schön hier neben, bis oben hoch, soweit wie der Teleskoplader sein Ärmchen strecken kann. Und dann geht die Sache hier vorwärts. Und dann kommen da Kartoffeln rein und dann ist die Hütte voll. Wie praktisch. Notfalls stellen wir das Stroh hier unter. Ist ja ein Schleppdach. Guck. Kann das schon abtrocknen. Oder nicht? Oder wollen wir gleich hier vorne vorstapeln? Na, ich hab's gerne in der Halle, glaube ich. So. Pieker raus und Abmarsch. Wollen wir von hinten anfangen? Das sind hier ein paar Stück, ne? Also wir werden hier ein paar Mal fahren. Ey, und ihr habt gesagt, für die Dinger gibt es die Wichte. Ich hab noch keine gefunden. Also ganz ehrlich, ich hab gesucht. Ich hab für Teleskoplader keine Wichte gefunden. Weil wenn wir hier hinten mal dran hängen können, wäre schon geil eigentlich. Dann können wir vorne mal hochheben. Also wenn da einer einen Link oder einen Name oder sowas hat, ey, da bin ich da voll dankbar für, wirklich. Dann her damit. Sehr, sehr gerne. Ich meine, der macht es ja auch so, aber wäre halt geiler irgendwie. So. Und dann stapeln wir uns das hier schön zusammen. Dann fahren wir das vom Feld direkt ab in eine Scheune, oder? Mit dem Teleskoplader. Dann brauchen wir jetzt den Anhänger nicht voll fummeln und wieder leer fummeln, sondern... Sind wir doch so gut dabei, denke ich mal. Hier ist echt viel. Hätte ich nicht gedacht, dass so viel zusammenkommt. Warte mal, haben wir bei dem anderen... Ey! Wieso glitscht denn das weg? Das fand ich jetzt ja nicht mal so gut. Aber oft damit. Also, das hat jetzt nicht meinen Regeln entsprochen. Ja, böse Ballen. So. Frechheit, bodenlose, sag mal. Ich mag es nicht, irgendwas zweimal zu machen. Schon gar nicht zweimal das gleiche, obwohl ich schon mal gemacht habe. So, runter. Festhaken. So, da hast du es nur davon. Kriegen wir hier vier drauf? Nee, ne? Ne, da fahren wir mit drei. Und ihr fragt in den Kommentaren ganz, ganz viel nach 900er Fendt. Ihr seid da richtig, richtig heiß drauf, merke ich. Also so richtig doll, ne? Also so richtig... So. So unermüdlich heiß drauf. Verstehe ich gar nicht, warum seid ihr so gehetzt? Also, man ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich habe oft den Eindruck so. Ja, da muss erstmal Geld dafür da sein. Wir haben jetzt ein teures Hotel gekauft und die baut also. Nach und nach. Je mach. Wir haben schon eine halbe Million, also über eine Million jetzt an Schulden. Da müssen wir mal gucken, da, Trecker. Vielleicht wird so kein 900er, sondern ein 1050 irgendwann. Das kann ja auch passieren. Also da bin ich, glaube ich, ganz entspannt. Muss ich ehrlich sagen. Hatten wir eigentlich schon mal im Shop geguckt? Ihr habt nach dem Infant, den ich da als Austausch für den alten hätte... Und dann wäre die Frontlader-Thematik auch erledigt. Also der kriegt dann auf jeden Fall auch wieder einen Frontlader, ne? Und der bleibt dann da auch auf jeden Fall dran. Nur, dass wir uns tanken können. Ja, nee, Quatsch. Spaß beiseite. Aber der kriegt wieder Frontlader und der bleibt da auch dran, auf jeden Fall.
Hatten wir uns jetzt schon mal angeguckt? Bin mir da gerade nicht so sicher. So, wir packen das hier erstmal zusammen. So, ich kralle mal zusammen, dann rutschen die nämlich nicht wieder hin und her. Aber ich glaube, wenn wir 6 Stück nehmen, das schafft er nicht, oder? Wollen wir mal 2 3er Stapel zusammenpacken und mal gucken, was passiert? Oh, der ist völlig ab von der Spur. Hoppala, was ist denn da los? Wie krass agil man damit so und feinfühlig steuern kann. Das ist echt geil. So. Wollen wir nochmal einen daneben packen? Ich will mal gucken, ob der mit 6 Stück klarkommt. Komm, wir bauen uns nochmal einen hier daneben. Den will ich erstmal probieren. Wenn das klappt, das wäre krass. Und du. Chup, chup, chup. Halbwegs gerade. Genau. So. Und zack. Also von mir, wie ich könnte knapp werden. Wir schauen mal. So, wenn wir die jetzt vorsichtig dagegen stellen, ohne dass sie dahinter umfallen. Könnte das doch theoretisch von werden. So. Ich finde den New Holland Teleskoplader voll schön optisch. Ich finde den irgendwie voll geil. Ich weiß nicht warum. So, kriegt der 6 Stück mit ihm mal. Hatten wir das bei den Silageballen schon mal probiert? Oder wir, nee, wir haben schon mal Stroh abgefahren, ne? Kriegt der die Schissen hier? Yo! Wie geil ist das denn? Boah, ich mag den. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall ein Gewicht. 54.000 Liter Stroh. Verdammte Hacke. Sind aber einfach mal 12 Ballen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, die Hälfte von 12. 1, 2, 3. Ja, da müssen wir noch ein paar Mal machen. Aber das machen wir wohl nicht mehr heute, denke ich mir. Wir können doch immer Wolle wegfahren. Ja, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Ah, siehst du, da haben wir den Salat. Das müssen wir hier drinnen eigentlich immer drehen. Na, no, dann können wir das schön daneben fahren. Super. So. Das ist so geil, ne? Teleskoplader schon echt was cool. Kannst einfach rausschieben. Oh. Ich hatte noch angehoben hier. Ja, schwierig. So. Na bitte. Sehr schön. Cool. Na, dann wissen wir, weiß ich noch, was wir beim nächsten Mal machen. Dann werden wir den Rest in die Strohreihe sammeln. Und dann schauen wir mal. So. Ich glaube, wir gucken mal im Shop. Ich hatte mit euch, hat die doch schon mal geguckt, oder? Mittelgroße Traktoren. Ich hab doch ganz hart Bock auf den hier. Wartet der? Ja, der wartet. So, den kriegen wir nämlich auf 246 PS hochgeschraubt. Und hier würde ich die Radgewichte nehmen.
Der hat hier verschiedene Ausstattungen gehabt, ne? Ja, volle Hütte. Der war teuer, aber wir haben gerade Kohle. Ey, wollen wir einen neuen Träger kaufen? Mal schnell. Rundumleuchten hat er, braucht er nicht. Wird die großen nehmen, ja. Schwarzen Grill mit Chromgitter am Auspuff. So. Spiegel. Können wir die kleben lassen? Warentafel wollen wir nicht. Ja, meine Stimme haut ab, ne? Oh, das ist so anstrengend. Ich habe so einen richtig harten Hustenanfall. Bevorstehend, glaube ich. Er ist übel ekelhaft. So, Frontladerkonsole, eine Quicke. Und die Farbe bleibt. Ja, seid ihr triggert? Die Reifen vorne sind verkehrt rum montiert. Ist beim Traktor absolut nicht richtig. Bei allen anderen Geräten, die gezogen werden von der Achse, ist das ja eigentlich gar nicht so schlimm. Beim Trecker ist es blöd. Aber bei dem ist es jetzt so, deswegen ist es so, wie es ist, weil es ist so, wie es ist. So, ne? Und deswegen ist es so. Ja, der Rest bleibt. Haben wir gekauft. 223.000. Dafür können wir den alten Favorit doch abgeben. Was haltet dann von der Idee? Dann ist das Frontlader-Thema nämlich vom Tisch. Ja. Wie wir das machen, sehen wir beim nächsten Mal, Freunde. Ich sag bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Macht keinen Quatsch. Und rein hauen.